Wie konnte Anfang der 60er Jahre ein armes Agrarland wie Israel Atombomben bauen? Atombomben bauen ist extrem teuer. Das hätte sich Israel zu der damaligen Zeit nie leisten können. Ja, dreimal darf man raten, wo das Geld herkommt. 2 Milliarden Deutschmark. Vom deutschen Steuerzahler kam das. In den 60er Jahren unter Adenauer. Das sollte jeden Deutschen bewusst sein, dass wenn es irgendwann mal richtig knallt im Nahen Osten, dass das mit deutschem Steuergeld finanziert worden ist. Jahrzehntelang hat man diese Geschichte geheim gehalten in Deutschland, bis vor einem halben Jahr in der Welt ein Artikel veröffentlicht wurde. Eine einzige Zeitung hat darüber berichtet. Die Welt. Normalerweise müsste man meinen, dass bei so einem Thema alle Gazetten voll sein müssten und die Geschichte auf allen Mainstream-Medien auf der Titelseite stehen müsste. Bei Spiegel, Stern, Fokus, da hat man aber nichts gelesen, davon nichts. Nichts, null. Die Öffentlich-Rechtlichen haben auch nichts darüber gebracht. ARD, ZDF oder Report München, Monitor oder wie sie alle heißen. Nichts, null. Man sieht da sehr schön, wie die gleichgeschalteten Medien in Deutschland funktionieren. Gefolgsam der Regierung gehorchen. Ja, wie die vierte Macht in Deutschland, die Medien sich feige wegdrücken vor so einer Geschichte und sich nicht die Finger verbrennen wollen an der Schreibmaschine. Die Geschichte ist deswegen so interessant, weil das Verhältnis zwischen Israel und Deutschland in einem vollkommen anderen Licht gesehen werden muss. Anfang der 60er Jahre. In Deutschland wird den Leuten heute immer erklärt, wie toll das doch ist. So kurz nach dem Krieg hat man wieder Freundschaft geschlossen und alle reiben sich ganz ungläubig vor dieser Vergebung der Israelis die Glückstränen aus dem Gesicht. In ihren staatstragenden Reden vom Gauck oder der Merkel oder Lammert im Bundestag. 50 Jahre deutsch-israelische Freundschaft und so weiter. Und in Wirklichkeit hat das erste Treffen nach dem Krieg zwischen einem deutschen und einem israelischen Staatsoberhaupt rein gar nichts mit Freundschaft zu tun gehabt. Da ging es nur um Interessen von Israel. Man wollte die Atombombe und man wollte dafür das Geld von den Deutschen haben. Um nichts anderes ging's. Als sich dann Adenauer mit Ben Gurion in New York getroffen hat, im Waldorf Astoria, auf neutralem Boden, ging's eigentlich nur noch darum, das Geschäft zu Ende zu bringen. Da ging es nicht um Freundschaft. Ja gut, Geschäft ist vielleicht falsch ausgedrückt, es war ja eher ein Geschenk. Es war auch zwar offiziell ein Kredit über 10 Jahre Laufzeit, wo man jedes Jahr 200 Millionen überwiesen hat. Aber wenn man die Laufzeit von dem Kredit über 30 Jahre sieht und mit einem Niedrigzins von 2 oder ich glaube 2,2% war das der Zinssatz. Und dann war das natürlich eher ein Geschenk als wie ein Kredit. Also das wusste natürlich auch Adenauer. Ja. So viel also zu den ständigen Heuchelei in Deutschland, dass man doch eine Friedensnation ist und das auch immer in staatstragenden Reden im Bundestag runterbetet und immer mit dem Oberbegriff nie wieder. Ja, es ist alles Heuchelei, ganz erbärmliche Heuchelei. Mit ihren Friedensdemos und Peace-Flaggen auf der Straße. Seit Adenauer bis heute ist die BRD und der deutsche Steuerzahler mitverantwortlich, wenn irgendwann mal die Welt in Flammen aufgeht im Nahen Osten. Weil Israel drängt ja darauf, endlich den Iran anzugreifen und die Produktionsstätten im Iran zu zerstören. Wenn es sein muss, auch mit Atombomben. Wofür hat man denn die schicken neuen U-Boote aus Deutschland? Die was mit nuklearen Marschflugkörpern ausgerüstet sind. Ja, ich glaube, fünf Boote haben sie jetzt schon.
Eins davon ist immer vor der Küste vorm Iran, im Persischen Golf. Das wissen natürlich auch die Iraner. Und zwei weitere U-Boote sind ja bereits bestellt, um da eine richtige U-Boot-Einheit zu bilden vor der iranischen Küste, weil ein U-Boot alleine zu wenig ist. Und das bekommen die natürlich auch geliefert von Deutschland. Sind ja schon bestellt. Bis jetzt haben die Amerikaner die Israelis abhalten können, im Alleingang den Iran anzugreifen, obwohl die Zeit drängt. In ein, zwei Jahren haben die Iraner dann genügend waffenfähiges Plutonium, um eine Atombombe zu bauen. Und dann kann man das Plutonium, ja, die sind ja bloß ein paar Kilo, überall verstecken im Land, wo die Israelis das nie finden würden. Jetzt ist es noch möglich, das zu bombardieren, die Produktionsstätten, mittels irgendwie sogenannter Bunkerbrechern, die was die Amerikaner liefern, um im Iran die Zentrifugen zu zerstören, die was 30 Meter unter der Wüste sind. Also, soviel ich weiß, gibt es in Israel die sogenannte Samson-Option. Das heißt, dass wenn Israel von den arabischen Ländern in die Enge getrieben wird und Israel keinen anderen Ausweg mehr sieht, Israel bereit wäre, den totalen Krieg zu führen, also jeden Feind anzugreifen mit allem, was man hat, inklusive Atombomben, auch wenn das kollektiver Selbstmord für Israel wäre, da wird danach die ganze Welt in Flammen stehen. Naja, Ben Gurion wollte unbedingt Atombomben zur Abschreckung. Die Amerikaner hätten das aber nie erlaubt zu der Zeit in den 60er Jahren im Kalten Krieg. Da wollten die Amerikaner und die Russen unter sich bleiben als Atommächte. Ich glaube, erst ein paar Jahre später haben die Amerikaner das rausbekommen, dass Israel bereits Atombomben besitzt. Und der damalige Präsident, ich glaube Eisenhower war das, war stinksauer deswegen. Selbst die Bevölkerung von Israel wusste von den Atombombenbau nichts. Das war streng geheim. Nicht mal der Mossad wurde eingeweiht. Da hat man dann extra einen eigenen Geheimdienst gegründet, nur um dieses Projekt geheim zu halten. Auf deutscher Seite war es ähnlich. Da wusste nur Adenauer und ein paar andere Leute von dem Geld, das was man Israel gegeben hat. Da wurde der Bundestag und dann noch die Bevölkerung eingeweiht oder wusste Bescheid davon. Das war nur ein kleiner Kreis, der was eingeweiht wurde. Adenauer, sein Staatssekretär und noch ein paar andere, wie Strauß, den damaligen Verteidigungsminister. Ja, der, was sich dann regelmäßig mit Peres getroffen hat. Ja, Peres war ja damals der israelische Verteidigungsminister. Später wurde er dann Premierminister von Israel. Ja, der Peres hat ja dann Franz Josef Strauß ein paar Mal direkt bei sich zu Hause getroffen, im Rottach am Inn, um alles zu besprechen. Naja.